Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, ja, dann hast du Weihnachten verpennt. Soweit, liebe Freunde, wollen wir es nicht kommen lassen. Mit uns sind Sie immer auf dem Laufenden. Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern, bei Xtrem24, Ihre Einkaufswelt von Modellbahnen und Zubehör. Ja, Wieland Fissmann überraschte die Modellbahnwelt Anfang dieses Jahres mit seinem innovativen Top-Produkt CarMotion. Seit circa 4 Wochen ist das lang erwartete CarMotion Startset der Mercedes-Benz Actros Muldenkipper mit Rundumleuchten nun endlich im Verkauf. Tja, und was soll ich Ihnen sagen? Der Run auf dieses Produkt ist groß und bricht nicht ab. Mittlerweile beträgt die Liefer- oder Wartezeit, ganz wie Sie mögen, circa 2 Wochen. Bis zum Verkaufsstart vor circa 4 Wochen sind in die Ausstattung der Fahrzeuge bereits weitere neue technische Feinheiten und Verbesserungen vorgenommen worden. Mein Kollege Thorsten Ströfer hat Thorsten Rüppel von Fissmann in die Modellbundesbahn eingeladen, um mit ihm über das Produkt und die Neuerungen zu sprechen. Er ist mir jetzt im Studio hier in Berlin live zugeschaltet. Und ich hoffe, er kann mich jetzt auch sehen und hören. Hallo Frank, wir grüßen dich von der Modellbundesbahn. Bei mir ist Thorsten Rüppel von der Firma Fissmann. Hallo Frank, schöne Grüße nach Berlin. Er hat uns sehr viele Modelle hier mitgebracht, die der Zuschauer jetzt hier bei uns auf dem Tisch sehen kann. Und er soll uns mal was dazu erzählen. Ja, das ist eine Idee von meinem Chef gewesen, damals, wo er Kibri gekauft hatte. Hat er sich überlegt, einfach Fahrzeuge hinzustellen auf den Anlagen, wird ja irgendwann langweilig. Dann kam die Idee halt, dass diese Fahrzeuge auch fahren, blinken, leuchten und sonstiges. Und das ist halt jetzt dabei rausgekommen und das möchte ich euch gerne mal zeigen, wie schön das ist und wie leise das ist. Und das heißt bei uns, wie gesagt, CarMotion. Das ist eine sehr gute Idee, was das betrifft und das wollte ich jetzt halt mal vorführen. Okay, dann okay. Lass mal sehen. Dann haben wir zum Beispiel, gibt es eine Fernbedienung, wo man die Fahrzeuge ein- und ausschalten kann. Aber bei jedem Fahrzeug ist ein sogenannter schwarzer Magnetstift dabei, wo man die Fahrzeuge ein- und ausschalten kann. Dann zeige ich das mal. Man geht einfach mit dem Stift aufs Dach drauf. Das Fahrzeug ist an und fährt los. Ich kann es aber auch stoppen. Mit Hilfe der Fernbedienung? Mit der Fernbedienung, genau. Weil hier ist momentan kein Magnetband drunter, deswegen fährt es ein bisschen wild. Aber auf Magnetband fährt das eigentlich optimal. Was der Vorteil ist bei den Fahrzeugen, bei der Fernbedienung, ist eine Plus-Minus-Taste, wo ich dann das alles schneller oder langsamer machen kann. Okay, ich kann die Geschwindigkeiten jeweils um 10 km/h erhöhen oder auch niedriger machen. Und was das Fahrzeug auch kann, was andere nicht können, rückwärts fahren. Da gibt es eine Taste, die drücke ich, rückwärts fahren, dann gehen die Rückfahrscheinwerfer an, das Fahrzeug bremst, die Rückfahrscheinwerfer gehen an und ich kann das Fahrzeug rückwärts fahren lassen. So, und mit der Fernbedienung kann ich es auch ausschalten, das Fahrzeug. Und der Vorteil ist, alle Fahrzeuge, die hinter diesem Fahrzeug sind, von der Firma Fissmann, werden automatisch dann mit ausgeschalten. Und das ist, wie gesagt, der Vorteil dabei. Toll. Neben diesen ganzen Fahrzeugen gibt es jetzt erstmal verschiedene Modelle. Genau. Das wurde jetzt zuerst ausgeliefert, ohne den Anhänger. Genau. Folgt aber sicherlich bald. Richtig. Und zwar ist das so ein genanntes Startset, was wir zurzeit ausliefern. Bei dem Startset ist klar ein Stift dabei, wie bei jedem. Dann 12 von diesen Dauermagneten sind dabei und ein Ladekabel ist mit dabei. Damit man das Fahrzeug halt wieder aufladen kann, wenn es der Akku leer ist. Die Dauermagnete, wofür sind die genau da? Die Dauermagnete tut man in die Fahrbahn einlassen. Da gibt es einen sogenannten Nordpol und Südpol, wo man halt gewisse Szenarien auslösen kann, wie zum Beispiel blinken, Abblendlicht einschalten, Fernlicht einschalten, Fernlicht ausschalten, Geschwindigkeiten erhöhen, verringern und auch noch ganz viele andere Optionen, die man machen kann. Gut, dann setzen wir die anderen mal auch mal in Funktion. Hallo?
Ja. So, du hattest es schon erwähnt. Rückfahren, Rückwärtsfahrgang. Genau. Blinken. Blinken, rechts und links kann ich blinken, genau. Mhm. Ich kann das ja mal zeigen. Ich nehme mal hier den Stift. Ja, hier ist der Stift. Ich mache mal vorne das Fahrzeug an, wo man dann vielleicht besser das sehen kann. Ne? Das sehen ja. kann. Ich mache nur die Geschwindigkeit auf Null. Die Kamera. Und er hält das Bremslicht. Sehr genau, das Bremslicht bleibt immer an. Ich kann zum Beispiel auch das Abblendlicht ausschalten oder einschalten. Auch schön. Ich kann das Fernlicht einschalten oder ausschalten oder auch die Warnblinkanlage. Zu dem Thema Warnblinkanlage kann ich aber auch noch was sagen. Die geht bei den Fahrzeugen auch an, wenn der Akkustand niedrig ist. Das heißt, nach gewisser okay. Zeit, wenn der Akku der Niedrigstand kommt, dann gehen die Warnblinkanlagen an. Das Fahrzeug tut die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduzieren. Aha. Wird langsamer, das heißt, die anderen Fahrzeuge, die schneller sind, die sammeln sich praktisch durch den Abstandsregler hinten. Und dann irgendwann bleibt das Fahrzeug stehen, damit der Akkustand ganz niedrig ist. Und bevor das Fahrzeug ausgeht, deswegen bleibt er ja auch stehen, weil er dann ganz wenig Strom verbraucht. Und wenn man sich dann halt wundert, wo meine ganzen Fahrzeuge sind, dann sieht man auf der Anlage, aha, der erste hat die Warnblinkanlage an, dann kann ich das Fahrzeug runternehmen, kann es ausmachen und kann es ganz neu laden. Dauert circa eine halbe Stunde, plus minus ein paar Minuten. Das hast du mir jetzt vorweggenommen, ne? Hätte ich jetzt und, gefragt. Aber ja, gut, okay. Wenn man passt. Einmal drin ist. Ja, man merkt, ja, der Herr macht ne? schon sehr lange Außendienst ja, genau. für die Firma Fiesmann. Ne? Und ja. deswegen ist das halt, wie gesagt, der Vorteil bei den Fahrzeugen, dass es dann halt keine Massenkarambolage oder irgendwelche Truckertreffen gibt, die nicht geplant sind. Ja, schön ist ja. es denn ja generell so oder so, durch die Abstandshaltung, genau. ne, dass wenn ein Fahrzeug im Weg steht, dass die anderen erstmal dahinter sozusagen langsam abbremsen und zum Stehen kommen, bis, wie man sagt, der Stau sich auflöst, der vordere wieder losfährt, fahren die anderen automatisch wieder hinterher. Genau. Ne? Das können wir zum Beispiel auch mal zeigen. Oh ja, das Fahrzeug steht ja hier zum Beispiel. Ja. Jetzt nehmen wir den da hinten. Wir hoffen, dass es ohne die Magneten gut funktioniert. Ja, und er nicht überholt. Genau, ich tue jetzt mal hin. So, jetzt kommt das Fahrzeug langsam. Ja, wie gesagt. So. Ja, okay. Er hat ihn zwar gesehen und ich könnte jetzt auch sagen, er ist extra ausgeschert. Aber ja, da halt kommt einer von vorne und deswegen kann er nicht. Und deswegen bleibt er halt jetzt stehen und sieht, okay, da ist jemand, ich kann nicht weiterfahren. Und wenn ich praktisch das Fahrzeug hier wegnehmen täte, erkennt er das irgendwann und fährt dann weiter. Automatisch weiter. Genau, der will vom Tisch runter. Sofern das Magnetband vorhanden ist. Genau. Oder auch Fahrdraht, das geht halt auch. Das können wir hier nochmal zeigen. Genau. Wir bieten das Magnetband an. Da sind immer ungefähr 5 Meter, nicht ungefähr, da sind immer 5 Meter drin. Aber die Magnetbänder sind immer auf 1 Meter reduziert. Wenn man die Magnetbänder verlegt in der Fahrbahn, sollte man darauf achten, dass die immer auf Gehrung gelegt werden. Oder man bohrt ein kleines Loch, macht so ein halben Zentimeter in das Loch rein, dass es dann praktisch dann auch funktioniert. Das Magnetband? Das Magnetband. Hatten wir jetzt. Das ist auch selbstklebend, ne? Das ist selbstklebend. Also man muss jetzt nicht noch Kleber oder irgendwas anderes Befestigungsmaterial zur Hand nehmen, sondern es klebt von selbst auf dem Holz oder auf dem Untergrund, wie auch immer. Genau, das ist selbstklebend. Und der Vorteil ist natürlich auch, wenn man das Klebeband holt und man weiß, dass das unten zum Verkleben ist und man legt es, dann weiß man auch, dass das Magnetband richtig rum drin ist, weil der Nachteil kann auch sein, wenn man das verkehrt rum reinlegt, dass das Fahrzeug abgestoßen wird, weil der Magnet ja gewisse Pole hat, den sogenannten Nordpol und Südpol. Und dadurch kann es passieren, wenn man das Magnetband verkehrt reinlegt, dass es halt dann abgestoßen wird, das Fahrzeug. Mhm. Deswegen ist immer der Vorteil, wenn das halt verklebt ist, dann weiß ich, der Klebestreifen kommt nach oben, das andere ja. kommt praktisch nach unten. Da ist und der Vorteil ist auch, wie ich das eben schon mal erwähnt hatte, wenn man das Magnetband auf Gehrung macht oder halt nach unten in ein Loch verschwinden lässt, sage ich jetzt mal, wenn man das direkt auf Stoß macht, kann es sein, dass das Magnetfeld sich gegenseitig aufhebt und dann das Fahrzeug praktisch von dieser Magnetspur wegschubst. Ach so, ja, das wollen wir natürlich nicht. Eben. Aber wenn das so sein sollte, ist es auch nicht schlimm. Man kann mit einem Magnetstift zum Beispiel, der etwas stärker ist, über dieses Magnetband drüber gehen, gerade, immer mehrmals machen oder ab und zu auch mal ein bisschen klopfen. Mhm. Dann tut sich das Magnetfeld wieder regenerieren und es funktioniert auch wieder. Ah, gut, okay. So, Einbau in die Fahrbahn, unter die Fahrbahn. Wir haben es hier mal schon hingelegt.
Man kann natürlich es in die Fahrbahn oder in eine präparierte Straße einbauen und dann zum Beispiel mit, ich sage jetzt mal, ein, wie heißen sie noch, ich komme jetzt gerade nicht drauf, diese typischen Rollbänder, Straßen, genau, diese normalen Straßen, Klebestraßen machen. Genau. Oder natürlich eben wie hier aus der Steinkunstreihe von Vollmer, was er auch zu euch gehört, genau, ist es auch ganz einfach, dass hier auch das Magnetband ruhig drunter verlegt werden kann. Du sagtest mir vorhin kurz vorher, so 2,5 Millimeter Stärke, so genau, ungefähr. Je weniger, umso besser ist es. Umso weniger ist es, aber man sieht es hier, es ist ja auch dünn, auch die Steinkunststraße ist auch dünn. Man kann es eben auch mit anderen Dingen verwenden. Genau. Oder wenn ihr zum Beispiel einer eine etwas breitere Straße haben will, die es nicht im Handel gibt, sind ja auch viele, die verspachteln das praktisch. Ja, zum Beispiel. Und tun das dann dementsprechend dann auch machen. Man muss halt gucken, dass das nicht so viel drauf ist, da, wie gesagt, das passieren kann, dass der Magnet dann auch dadurch diese Kraft verliert praktisch. Gut. Man kann sie natürlich entweder auf das blanke Holz kleben. Genau. Man kann sie natürlich jetzt auch zum Beispiel in Dur oder Hekidur zum Beispiel mit einem reinschneiden, Rillen reinschneiden, reinkleben. Und du hast noch was, genau, glaube ich, mitgebracht. Ja, das ist was es so eine, später noch vereinfachen wird. Genau, da mein Chef ja ein gelernter Werkzeugmacher ist und immer vieles und Gutes macht, ja, ja, werden wir ein sogenanntes Werkzeug bringen, aber jetzt nicht dieses Teil, sondern es geht nur um diesen Anbau. Den Aufsatz. Den Aufsatz, genau. Ja. Da wird es eine Fräse geben, aber ich muss dazu sagen, das ist noch ein Prototyp. Das ist noch ein Prototyp. Das heißt, hier kommt noch ein Schutzschild rüber und ein sogenanntes Röhrchen zum Absaugen, wo man Staubsauger anschließen kann. Dann ist hier diese Fräse und hier ist eine Metallscheibe. Der Vorteil ist bei der Metallscheibe, ich lege es drauf und das, was an den Zahnrädern rausschaut, das ist ganz wenig, kann man so sehen. Und diese Stärke, was hier oben rausguckt, das ist genau die Tiefe des Magnetbandes. Und das wird auch noch so konstruiert werden, dass hier vorne ein Pfeil dran ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier dieses Magnetband hier lang legen möchte, ja, kann ich dieses dementsprechend dann dran machen, also anzeichnen und kann es dann praktisch hier drüber ziehen und kann da das Magnetband gerade verlegen. Praktisch, genau, kommt man auch nicht zu tief. Ja. Und man, ja, genau, deswegen auch hier diese Scheibe, dass es nicht zu tief kommt. Ja. Aber wie gesagt, es geht nur um dieses Teil hier vorne. Das andere, das kann jeder, ob das jetzt von Broxson, Dremel oder Parkson und was es alles noch schön ist. Ja, alle anderen Marken, ne, die wir nicht genau erwähnt haben, auch noch. Genau, und dann ist es, wie gesagt, kann das jeder dann dementsprechend selber machen. Perfekt. Ne? So, wir haben jetzt hier nochmal drei dieser LKWs auf den Rundteller hier gestellt, inklusive der Anhänger, so wie hier auch, der für den Betonmischer. Das ist auch ein separater Anhänger, der separat hinzugekauft werden kann. Genau. Richtig? Es gibt drei fertige Anhänger. Wie gesagt, einmal der Betonmischer, der schon als Modell umgebaut worden ist mit der Stoßstange, der Zweiachs-Anhänger und dann kommt nochmal ein Zweiachs-Muldenauflieger, den man auch dazu kaufen kann. Aber wir werden hinten diese Stoßstange auch einzeln anbieten, dann kann man zum Beispiel jeden beliebigen Kibri-Anhänger umbauen und hinter sein Fahrzeug dran machen. Und wir bieten auch diese Gummibereifung an mit der Buchse dazwischen, mit der Distanzbuchse, weil das sind ja Kunststoffachsen drin, die ja etwas dicker sind. Und da gibt es Distanzhülsen, die sie reinmachen können, die Kunden. Und dann kommen Metallachsen durch und dann kann man dann dementsprechend die Gummibereifung drauf machen, dann hat es auch einen ruhigen Lauf. Man kann auch mit den Kunststoffachsen fahren oder auch mit den Kunststoffbereifungen. Aber wer es authentisch haben will, der kann natürlich dann auf Gummibereifung umwechseln. Prima. Und wie gesagt, mit der einzelnen Stoßstange kann man dann auch jeden beliebigen Auflieger dann halt nochmal umbauen. Vielfalt lässt grüßen. Genau. Was andere Fahrzeuge werden wahrscheinlich peu à peu noch folgen? Ja, also vorgestellt haben wir allgemein den Actros, diese Fahrzeuge, die ihr seht. Dann fehlt aber allerdings noch das Feuerwehr- und THW-Fahrzeug, was auch in der Actros-Flotte ist. Aber es werden auch noch andere Fahrzeuge nächstes Jahr folgen, was Epoche 3 sowas betrifft wie Magirus Eckhauber, Mercedes Rundhauber oder ganz einfach mal in den Kibri-Katalog reinschauen, was Fahrzeuge betrifft. Da gibt es ja viele Varianten und Möglichkeiten, die, wenn sie technisch umsetzbar sind, in Zukunft kommen könnten.
Perfekt. Okay, dann bleibt uns nur noch zu sagen, danke, dass du da warst. Und wir holen uns noch jemanden dazu. Genau. Ja? Nämlich, sonst hätten wir hier gar nicht drehen können. Eben. Norbert, komm dazu. Ja, hallo. Schön, dass ihr da wart. Ja, und wir bedanken uns erstmal dafür, bei euch, dass wir hier so ausgiebig drehen konnten an eurem sogenannten freien Tag. Ja, freie Tage gibt es ja nicht. Wir haben jetzt Wintersaison. Sonntags ist mal geöffnet von 11 bis 18 Uhr und in der Woche ist dann hier eben Bauen angesagt. Okay. Genau. Also, liebe Zuschauer, kommt nach Brakel. Es ist nicht das Mekka, aber es ist das Mekka der Modellbahn. Kommt vorbei, schaut euch die Anlage an. Und wir grüßen dich, Frank, und sagen auf Wiedersehen aus Brakel. Und tschüss nach Berlin. Genau, und tschüss nach Berlin. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank für die Ausführungen und ebenfalls beste Grüße zurück nach Brakel in die Modellbundesbahn. So, liebe Freunde, jetzt sind Sie auf dem neuesten Stand zum Thema Car Motion von Viessmann. Freuen wir uns auf die Erweiterung der Produktpalette und auf die Dinge, die uns in der Sache Car Motion sprichwörtlich angerollt kommen. Alle Infos zu Car Motion finden Sie auch auf unseren Seiten von Xtrain24. Übrigens, mittlerweile ist auch der Programmmanager veröffentlicht worden, der es Ihnen ermöglicht, die Fahrzeuge individuell zu programmieren. Und mit diesem Thema werden wir uns demnächst befassen und Sie umfassend einweisen, wie das alles so geht. Mit den jetzt folgenden Fahrimpressionen aus der Car Motion Serie möchte ich Sie in das zweite Adventswochenende schicken. Wenn Sie keine Neuigkeiten auch zu Car Motion verpassen wollen, einfach den kostenlosen Newsletter oder diesen Kanal abonnieren. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, auf gleicher Welle und Kanal. Bis dahin machen Sie es also gut, Ihr Frank Buttig. Tschüss.